Hallo zusammen und willkommen zurück zu dieser wunderschönen Minecraft-Jet-Folge mit dem Castcrafter. Hallo, guten Tag. Und ungefähr 300 Hühnern. Okay, so viele vielleicht nicht. Zählt die doch, vielleicht 400. Mal. 400 waren es? Weiß ich nicht, aber bei F3 steht Entities 400. Ah, okay, also, gut. Also sagen wir mal, ne? Nicht schlecht auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal alle platt, weil wir haben mal die ganzen Eier ausgebrütet. Und da, ohne Witz, wir standen hier die ganze Zeit AFK rum, damit die Öfen halt aktiviert werden. Ja. Und wir haben schon wieder... keine Ahnung, 10 Stacks Eier oder so. Sollen wir die einfach töten oder anzünden? Ah! Also anzünden wäre schon cool irgendwo, ne? Boah, ist das schön! Boah, Alter! Oh, aber aufpassen, dass sie nicht im Feuer sterben wieder, ne? Ja, genau. Boah, ich hunger so, weil ich habe schon einen halben Stack verbranntes Hühnchen. Kommt schon, kommt! Ja, weil du die ganze Zeit brennen Chicken. Zünden die sich ja nicht gegenseitig an, wenn die sich berühren? Nee, ne? Ne, leider nicht. Außer die berühren dich, dann gehen die irgendwie an. Aua! Ah, ne, weißt du, was da ist? Wenn ich da drin stehe und mich selber anzünde, das ist das Problem. Das macht Sinn irgendwo. Jetzt habe ich das verstanden. Ey, das ist top, Peter. Das sollten wir viel öfter machen. Ja, ist das cool. Hast du noch Eier übrig? Ja, in der Maschine sind noch welche. Nicht ehrlich? In der Maschine, in der Truhe. Da habe ich die alle reingelegt. Warum? Ah, sehr gut. Ja, dann können wir eine neue Legebatterie mal... Sollen wir mal eine richtige Legebatterie gleich bauen? Ja, können wir machen. Du meinst eine, die automatisch brät? Nee, einfach nur eine mit ganz, ganz vielen Hühnern. Ach so, wir können aber auch eine machen, die automatisch brät. Da könnte man, ne? Aber... ja, ja, okay, können wir machen. Jetzt kann man nur noch vereinzelt die Dinge... aber ich würde ganz gerne heute in der Folge was anderes machen, und zwar eine Landebahn gießen. Also ich würde ja sagen, stimmt ab, was wir machen, aber dann haben wir das schon gemacht. Wir können natürlich trotzdem schreiben, was wir machen sollen, aber... und wir könnten zeigen, was wir im Livestream gemacht haben, Peter. Ja, war jetzt nicht so viel, ne? Aber können wir trotzdem machen, hast recht. Ja, also es war schon viel. Es sieht nur nicht nach viel aus. Nee, das stimmt. Also hat trotzdem sehr, sehr lange gedauert. Und das ist quasi der Anfang von allem, was hier richtig krass wird. Und Heiko war auch ein bisschen auf Wanderschaft, hat ein bisschen... aua! Sorry, sorry, das warst du, nicht ein Hühnchen. Ist auch leicht zu verwechseln, wenn wir mal ehrlich sind. Von den Armen her schon. So... was? Das war der von der Brust, der. Viel besser. Stimmt, von der Brust. Guck mal, die Potatoes sind immer noch nicht drin. Hier ist so viel Stein. Oh. Boah, mir viel Stein. Guck mal, wie weit ich die... warum kann ich von hier aus die Kiste hinten aufmachen? Weiß ich nicht. Weites so. Ding oder was? Ja, guck mal, 150 Entities jetzt. Das heißt, wir hatten 250, ne? Ah, krass, okay, cool. So, ist folgendes. Und zwar haben wir hier einiges an Steinen gebraten. Ich nehme mal ein paar raus. Ja. Dann bräuchte ich noch einen zweiten Wassereimer. Und wir müssen quasi einen Steinrand machen. Oh, weil, ja genau, wie man weiß, Cleanstone bekommt man ja, wenn man zum Beispiel Wasser, Lava drauf gibt, so hat Spark auch seine Landebahn gemacht, by the way, aber ansonsten macht es eigentlich nicht viel Sinn, außer jetzt hierbei, weil ansonsten benutzt man kaum Cleanstone für den Boden jetzt. Ja, wir müssen halt echt viel, also wir müssen halt überall Wasserquellen hier machen, ne? Ja, aber die werden doch halt immer mehr, weißt du, ich meine? Ja, ja, das stimmt. Obwohl, den Bereich wollte ich eigentlich auch noch haben. Aber egal, machen wir jetzt erstmal den hier, der ist groß genug. Hier bis hierhin, hier ist gut. Machen wir erstmal ein bisschen was und dann geht's gleich ab. Nee, das ist geht's rund. Oh, okay. Aber mit ab könnte man noch was anderes sagen, was mit SA anfängt. Esse? Kennst du? Nee. Wer das weiß, schreibt bitte in die Kommentare. Ja gut, dafür musst du aber den Original-Insider kennen, ne? Ah. Damit man überhaupt weiß, worum es geht. Vielleicht kennt den ja jemand. Man weiß es nicht. Ach, du bist schon beim Gießen. Ja, ich mache halt was Cooles. Ich bin ja schon am... noch am... ob das leckt, wenn wir das machen? Warte. Ja, weiß ich nicht. Also das Lava rausgeben dauert halt auch ziemlich lange, ne? Wie viel Lava hast du denn? Und wie viel Wasser? Kann ich einen Eimer haben? Also Wasser habe ich, viel. Also schon ausgebreitet. Also es geht super einfach eigentlich. Und Lava, klar, die fließt halt nicht so schnell. Aber an sich können wir halt ein paar Lava-Eimer holen. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Obsidian nachher für die nächste Stufe. Ah ja, genau. Im Livestream haben wir halt das hier eingeebnet. Hat echt super lange gedauert. Und was wir noch gemacht haben, ist hinter uns mal einen vernünftigen Aufgang. Fast fertig, da haben uns halt Steine nachher gefehlt. Und an diesem Aufgang ist dann quasi die Mobfarm dran und auch nachher unser Tower, der hier hinkommt, damit die andere Base oben wegkommt. So, jetzt haben wir es, ne? Ja, genau. Wir wollen ja mal richtige Base haben. Und die mal richtig loslegen. Und so eine ganze, so eine Untergrundbase, das war geil, aber die können wir leider nicht machen, weil der Berg einfach nicht so lang war.
Ja, das stimmt. Boah, guck mal, wie der sich jetzt alles ausbreitet. Der macht komplett voll, guck mal. Der zieht durch, der Bruder. Krass. Warte, dann mache ich mal hier Bruder voll. Dann mache ich mal hier Bruder voll. Ey, Alter. schau mal, der zieht echt durch. Schau, guck mal. Ja, ich sehe es schon, geil. Voll die Welle. Haben wir ein Surfboard? Schreib mal Leck. Genau. Nee. Warum nicht? Ist Leck. doch lustig. Jetzt müssen wir nur noch Lava finden. Das wird cool. Ich weiß, wo Lava war. Boah, voll Lava den Spin war. gemacht gerade. Guck Lava mal. war. Guck mal auf die Hab Map. ich halt. Also das ist schon sehr satisfying anzugucken irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie sich das hier so alles von alleine auffüllt. Und Klack, 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 da klack, kommt's, klack. und Und zack. ding! Hätte ich ja irgendwie schon gerne runtergehauen, aber habe ich jetzt gelassen. Ja, danke schön. Oh, da hat er Erneut hier der den Netherbook. Kram gelassen. Ah, ja, machen wir später. Welchen? Wir hätten eigentlich noch, wenn wir ganz fancy wären, würden wir jetzt schon die Bodenmarkierungen machen und dann die Lava draufgeben. Stimmt. Ja gut, aber jetzt mit Wolle nicht so gut. Ne. Dann müssen wir die aus Quarz machen. Aber drück mal J, wie es aussieht. Da bin ich gerade underground. Ah jo, stimmt. Irgendwie die ganzen Erdflecken und sowas da drunter. Oh, das sieht irgendwie eklig aus. Warte. Ich brauche mal irgendwie eine gute Perspektive, weil jetzt sieht es gerade so anders aus. Oh, das mussten wir dann aber, glaube ich, schicken. Echt jetzt? Ja, Na. ich hole ja gerade Lava. Naja, stimmt, hast recht. Ich hoffe, die war hier irgendwo. Ich glaube, die war noch tiefer, ne? Weißt du noch, auf welche Höhe die Lava war? Nee, du? Ah, die haben wir, glaube ich, schon zugemacht, ne? Ne, hier war die. Ah, da haben wir schon sehr viel Obsidian. Ich habe einen Lava-Eimer, Peter. Ist Nice. das genug? Nee, eigentlich nicht. Also klar, reicht auch irgendwie, aber dauert halt lange dann, ne? Ja. Ja, was machen wir dann? Dann müssen wir noch mal runter. Warte. Aber ich komme erst mal wieder hoch. Ich verschütte gerade noch ein bisschen Wasser. Ich habe ja noch ein bisschen. Wir können ja auch Lava finden mit mit der Karte eigentlich, ne? Stimmt, wenn wir underground sind irgendwo. Das geht ja eigentlich relativ fix. So finde ich ja Ja, zum hier sind Beispiel auch aber immer auch. Höhlen. Wir können uns etwa so, weiß ich nicht, 16 Eimer bauen oder so. Ja, genau. Ich meine, wir würden uns einen Tank bauen, aber. Boah, das sieht echt geil aus. Hast du schon ein geiles Bild hiervon? Ja, ich weiß nicht. Wenn du kannst, mach ruhig noch eins. Wir nehmen mal auch andere. Wenn du jetzt eine andere Perspektive hast, wird auch gerade dunkel übrigens. Okay. Oh, falscher Knopf. Vielleicht von hier? Eisen hatten wir einiges, ne? Oh, Screenshot gemacht. 16 Na, Eimer. hä, das war ein Bug. Was denn? Ich habe den Lava einmal oben auf den Block gesetzt und der ist daneben nebenhin gegangen. Jetzt habe ich noch Obsidian gemacht. Lol. Ja, das ist nicht so gut. Hast du Eimer? 16 an Dann der werf die mal hier Zahl. ins Loch. In die Luke. Ah, du bist schon weg, ne? In die Luke? Nee, nee. Komm runter. Wo Ich meine die runter? Luke bei uns im Haus, weißt du? Ah, so, Hi, warte. hier. Hallo. Hi, ich komme. Ich dachte an. Geburtstag. Oh Mann, ist das voll gerade, wer die Mopfe haben. Hi. Stimmt. Hi. Ob Wo jetzt liegst du einer hier? schlafen will? Hat einer überhaupt gefragt, was schlafen gehen? Nee, eigentlich Nee, nicht, ne? du läufst nicht nach unten. Jetzt. Wolltest du den Eimer schnappen? Ja, Nee, mach. lass mal. Schnapse! Ja. Hey, Oh, mal. nice. Nochmal? Übersehen. Nee. Okay. Oh, aber knapp. Warte, ich guck mal, Komm ob ich an dir mal. vorbeischießen kann, warte. Ja, Oh, geht ging. sogar, lol. So, hier ist Lava, aber halt sehr, sehr wenig, ne? Wir haben da letztes Mal Obsidian draus gemacht. Aua. Lava sehr wenig. Ah, ich sehe schon. Oh, Yes, geht, geht, Eisen. geht, geht, geht. Oh, Vorsicht! Boah, fast unter dir abgebaut, ey. Oha. Hast du ihn bekommen? Ja, klar, ich bekomme Cool. alles. Man nennt mich auch Ping. Okay, das habe ich nicht bekommen. Wie wäre es Peters Name in Japanisch? Ping. Genau, Ping, Ping. Hast du alle Lava schon? Nee, ne? Doch, klar. Wollen mit einem Eimer? Ah, jetzt läuft ab. Wie viel hast du? 14 Uhr. Geht's ein Eimer? Ja, das Ja, geht warte, doch. komm. Oh, Oh, da endlich war springe nur ich unter die Lava. Hast du Lava. Wasser? Hast du Wasser? Nee, habe ich nicht. Nicht, ehrlich nicht. Nee, habe ich nicht. Was, wenn das mich tötet? Ja, dann bist du tot. Dann bist du Ja, oben oder. das wäre aber traurig. Lava brennt einen richtig lange an, ne? Hast du echt kein Wasser? Warte, ich guck Zünd mal. ich dich halt mit an. Anderthalb Herzen noch. Oh, aufgehört. Glück gehabt. Ich habe aber kein Lava, wirklich nicht. Ja, du sollst auch Wasser haben, nicht Lava. Lava, okay. Wasser. Ich.
Ich weiß noch, Together, wie ich war beim Test. Vorsicht, lösch Lava! Mich, lösch mich, lösch mich! Ja, stimmt. Wo ich neben den stand und er und alle Sachen, die er mit hatte, sind einfach verbrannt. Also, oh, Peter. Oh, das war mal gut, ey. Immer direkt neben einem die Lava ausschütten. Vorsicht, Lava! Vorsicht, Lava! Und dann, oh, Manu. Ja, der ist auch immer nur mit meinem Herz rumgelaufen, der Typ. Der Typ. Dankeschön, der Alter, dankeschön. Ja, ich konnte da nichts Nachhaltiges bauen, das tut mir leid. Also hätte ich vielleicht schon, ich habe mir nur nicht lang genug Gedanken gemacht. Ja, ich glaube auch. So, ich werde jetzt hier gleich Lava runterschütten, damit das Loch mal endlich weg ist. Nein! Wir füllen einfach alles mit fließender Lava hier, dann ist das hell und wir haben überall so Lavaquellen. Stimmt, und keine Monstermänner mehr. Oh ja, außer einer Mobfarm. Das ist nicht genial, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Dann wisst ihr Bescheid und wir haben auch schon vorbereitet, dass wir die Mobfarm quasi umbauen. Wir haben, die Treppe ist neben der Mobfarm, wie man sehen kann. Ja. Oder sehen konnte. So, jetzt aber. Soll ich Bett fragen oder nicht? Oh, guck mal, wie langsam das läuft, ne? Ah, können wir das nicht doch von Hand bauen? Hand? Achso, ich habe drauf gewartet, dass es weiterläuft. Ich dachte auch irgendwie, das geht schneller. Warum? Wer macht das denn so? Fuck. Ich dachte, das ist jetzt voll der geile Mega-Burner. Nee, es hat nur sparend, ne? Also ressourcensparend. Nicht unbedingt zeitsparend. Guck mal, da kommt schon mal die Zombie-Armee. Wie konnte ich mich denn von da hinten sehen? Ja, die haben Bock. Alle drei gleichzeitig. Jetzt geht ab. Jetzt habe ich ja auch richtig hart gemacht. Meine Hand. Nee, darf ich nicht. Was? Oh, aber. Ha! Reicht dir gleich mal, gleich mal. Ah, okay. Weil ich richtig hart gemacht habe, oder? Nee, was dann danach kommt. Richtig hart. Ach so. Boah, die brennen. Krass. Wie hast du das denn gebracht? Ja, guck mal. Die haben uns von da hinten gesehen. Kann doch gar nicht sein. Deswegen, die Monster sind hier nicht normal. Das sind keine 1,7er Monster. Nee, nee, nee. Das sind richtige Hit-Monster. Hit-Monster. So ein Piepto, ne? Genau. Monster. Ey, wie das eine Mal mit Shift. Kannst du das nochmal sagen? Yep. Ja. Aber weißt du, was wir hier machen können, richtig gut? Nee. Wir verteilen das jetzt so am Rand. Ja. Dann macht er immer tss, tss. Ja. Und dann laufen wir immer so weiter rum und verteilen das mit in die Mitte rein, weißt du? Aber immer tss, tss, tss. Ich verteile gerade hier nach irgendwo anders hin, glaube ich. Nee, nee, mach ruhig weiter. Und dann laufe ich jetzt so im Kreis. Und dann kann man überall so ein bisschen upgraden. Ich mach hier mal meinen kleinen Steg hier rüber. Oh, war die Spinne doof. So. Wäre auch echt geil. Ich würde ja auch gerne. Warum brennt der Baum denn nicht? Könnte, ja. Dann hätte ich hier im so Nordwesten von uns, hätte ich dann so eine Brücke rüber gebaut. Weil da ist so eine Stelle, wo relativ schmal ist, sag ich mal. Ja. Und dann hätte ich da so eine große Brücke rüber gebaut, damit wir zum Beispiel mit dem Panzer zu Spark fahren können oder so. Ah. Aber das ist halt schon lange, ne? Und warum nur, wenn du einen Stream hast? Ja, weil ich das ja nicht offscreen mache. da wird mir halt super langweilig dann, keine Ahnung. Ja, stimmt. Im Stream hast du wenigstens ein bisschen was zu tun, kannst ein bisschen reden, kannst ein paar Donates ansammeln, kannst ein bisschen Werbung schreiben. Aua, aua. Ey, läuft aber, ne? Also aua. Ist echt geil. Boah, ich bin hier aber richtig reingelaufen, ey. Jetzt geht ab, ne? Guck mal, jetzt, also so. Weißt du, an was mich das erinnert? Nee. An Super Mario Sunshine, einer der ersten Bosse. Wo diese komische, ich glaube, so eine Pflanze ist. Nee, so ein Slime-Boss ist das. Bei dem großen Turm mit der großen Pflanze oben. Mit der Pistole, wo dann immer schießen muss. GameCube? Ja, das ist Super Mario Sunshine, genau. Ja, okay, wollte nur mal einmal wissen, ob wir über dasselbe Teil reden. Ja, doch, machen wir. Ah, okay. Wo man auch dann so fliegen konnte und so Flickflacks und so. Boah, geiles Spiel. Boah, war cool, ey, das war cool. Das haben wir. Jetzt hab ich Bock auf Mario Galaxy, Manu. Wie viel ich das Spiel mit meiner Schwester gespielt habe, ne? Eieieiei. Krass, da hast du mit deiner Schwester gespielt. Jetzt hast du keinen Bock mehr drauf, ne? Wir haben schon ewig nicht mehr gespielt. So, guck mal, wie produktiv wir sind, Alter. Ja, das ist echt geil. Okay. Ah, ich brenne. Ich zünd mich auch ab und zu tatsächlich an. Ja, das war jetzt noch nicht so oft, aber ich heile mich einfach gegen das Latte. Auch wenn ich. Ja, das ist mein, halt. Ich bin ja heiß. Das ist echt krass in der 1.10, ne? Wenn du da voll gefressen bist, wie schnell du dich eigentlich heißt. Ja, das stimmt. Wie so ein Regenerationstrank dann. Glaube ich, schütte ab jetzt aus dieser Richtung hier. Nee, ist keine gute Idee, glaube ich. Nicht?
Nee, 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 nee. Und dann komme ich immer an die Spitze. Zack. Dann ist das immer. Also geil wäre, wenn wir mal hier kurz auf Hölle umstellen könnten. Denn höllisch ist Lava ja, wie stimmt, Wasser. Ey. Das wäre cool. Und dann aber direkt. Boah, das war echt schnell. Jetzt habe ich Wasser genommen. Jetzt habe ich einen Stein. Was war das denn jetzt? Das war, glaube ich, ein Bucket. Mein Name ist Armin Stein. Ein Bucket war das. Badabing, badabum. Doch, also von der Richtung geht das irgendwie schneller. Also mit drei hat man fast perfekt so das, wenn der dritte fertig ist, dann breitet sich der zweite gerade zum letzten hin aus. Ja. Und du kannst ihn wieder packen. Na, hast du so eine Systeme jetzt genommen? Ja. Ich meine, ich habe gegenüber ja schon Lava gemacht, aber ich habe die halt jetzt nicht weiter transportiert. Ich dachte, ich laufe in meinem Kreis, aber habe ich dann doch nicht gemacht. War sehr enttäuscht jetzt. Von mir selber, weil ich nicht im Kreis gelaufen bin. Da kommt das wieder ein Zombie. Sehr traurig gemacht. Jetzt der wieder fertig, jetzt schmier ich hier Rübi. Alter, wenn du manchmal springst und dann Schaden kriegst, dann gehst du voll ab, dann springst du mega hoch. Ja, kennst du das nicht? Den so ein PvP-Trick oder so? Da kannst du auch, ich glaube, anderthalb Blöcke hoch über einen Zaun springen. Ich glaube sogar zwei Blöcke hoch. Wow. Genau, ja, ich glaube, das waren gerade sechs Blöcke hoch vom Gefühl her. Ich meine, ich habe auch immer einen anderen. Nein! Ja, jetzt spawnen hier Monster drauf, Heiko. Warum? Ja, weil wir den richtigen Abstand zueinander haben. Oh! Boah, von Lava gehängt. Au, au. Ha. Oh. Alter, der war geil. Was ist hier denn? Hier ist keine Lavaquelle? Doch, irgendwie war da schon eine, aber irgendwie auch nicht, weil die nur so halb hoch war. Ganz merkwürdig. Das ist echt strange. So, gleich haben wir es, gleich haben wir es, Leute. Ich weiß, die Folge wirkt zwar jetzt sehr langweilig, aber wir werden das jetzt doch zu Ende machen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, wie es aussieht. Und das wird quasi jetzt auch eine richtig fette Landebahn mit ein paar Gebäuden nachher drauf. Und das ist quasi der Anfang von unserer Megabase mit Abflughalle. Oh, ich habe Enderman angeguckt. Durch den Berg da draußen. Wie es dann abgeht. Wenn wir das Ding haben, dann eröffnen sich ja komplett neue Fenster. Ja, eben. Und Türen. Und Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, wenn wir ganz viel bauen, wie viele Fenster und Türen wir dann haben. Der Wahnsinn. Ja, überleg. Hey. Also vergesst nicht zu bewerten. Oh nein. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Lol, tschüss.